Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Warzone 2 den Autosprint natürlich entweder aktivieren oder auch deaktivieren können. Das erste, was wir dafür machen müssen, ist, dass wir einmal auf dieses Zahnrad klicken. Das sind die Einstellungen. Dann öffnet sich direkt dieses Menü hier. Ich bin gerade auf der Tastatur und Maus, deswegen klicke ich logischerweise auf Tastatur und Maus. Und dann müssen wir hier von dem Punkt Maus einmal zum Gameplay rüber wechseln. Und dann haben wir hier schon den automatischen Sprint. Den habe ich gerade ausgestellt, also deaktiviert. Ansonsten können wir hier aber auch auswählen, automatischer Sprint oder automatischer Taktik-Sprint. Den Unterschied sehen wir dann auch nochmal hier. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht mal so gut beschrieben, soweit wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eben so, dass wir den automatischen Sprint aktivieren können und dann laufen wir eben immer automatisch im Sprint, wenn wir normalerweise einfach nur ganz normal nach vorne gehen würden eben, und der automatische Taktik-Sprint, da ist hier die Erklärung, vorwärts beim Stehen aktiviert automatisch den Taktik-Sprint. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was das bedeuten soll. Ich habe es auf jeden Fall so oder so deaktiviert. Falls ihr es wirklich aktivieren wollt, dann probiert am besten beides mal aus und guckt, was für euch persönlich da am besten ist. Falls ihr aber auf dem Controller spielen solltet, dann geht ihr auch hier ganz normal in dieses Menü, in die Einstellungen, dann aber hier nicht auf den Punkt Tastatur und Maus, sondern logischerweise auf den Punkt Controller. Dann bleiben wir hier auf dem ersten Punkt Controller und scrollen einfach ganz nach unten und dann haben wir auch hier wieder den automatischen Sprint, natürlich mit den gleichen Einstellungen. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!